Was machen wir mit Piratenschniedeln? Stark behaarten Piratenschniedeln, riesigen, buschigen Piratenschniedeln, jeden Tag rasieren. Sandweiche Piratenschniedel, nie irrigierte Piratenschniedel, immer spritzbereite Piratenschniedel, rasieren wir jeden Morgen. Ich habe heute mal was Neues probiert. Wie fandest du's? Kann man machen, cool, oder? Ja, doch, schon. War schon so ein bisschen recycelt, ne? Ja, ich weiß nicht. Ich wollte halt mal heute ein bisschen die Stimmlage verändern. Früher klang es noch authentisch dumm. Das klang jetzt ein bisschen gestellt. Ich bin authentisch dumm. Ich habe mir nämlich heute die neuen Adaman Knack gegönnt. Herzhaft wie eine afrikanische Räucherwurst, aber auch knackig wie ein kleiner Mexikaner. Adaman Knack. Das sind doch die mit diesem Zitronenabrieb und der kleinen Sahnespitze. Ja, mit diesem Zitrone-Käse-Abrieb, genau. Zitrone-Käsig? Der Geschmack des nepalesischen Südens. Adaman Knack. Papa, meine Zunge wird ganz taub. Ja, das musst du, kleiner Franzl. Das musst du, dann hast du sie richtig gekauft. Adamans kaut man nicht, Adamans lutscht man. Kaue nicht zu schnell, lutsch sie lieber. Oh, okay. Oh, wir wollen ja hier irgendwie rüber noch, ne? Wo ist denn mein Hämmerchen hier? Ja, hier müssen wir jetzt, The Tunnel. The Tunnel is into the building. The Tunnel is into the building. Aber, ne, warte mal, da unten kann man jetzt nichts mehr bauen, weil... Ja, hier musst du Ding machen, so eine Adamant-Leiste. Eine Adamant-Leiste? Reicht da, wenn ich hier irgendwie... Ja, einer hier so. Achso, okay. Warte, bam. Das ist hier deine Adamant-Leiste. Kann man die jetzt eigentlich wieder wegholzen oder kracht dann alles? Weiß nicht, probier's doch einfach mal. Okay, wir probieren's. Achtung, es wird geadamant. Nee, der hier geht nicht. Der Aderbalken, der muss bleiben. Oder, vielleicht sieht's dann ein bisschen schöner aus, geht hier immer zwei, wenn ich hier einen platziere. Hier so ein Traditional Adamant. Ach so, meinst du das? Und jetzt? Ja, jetzt mache ich einen hin und dann mache ich es nochmal weg. Probieren wir mal das. Nee. Oh, voll gemein. Da müssen wir. Ach man, das sieht aber doof aus, wenn hier so ein Balken ist. Na, wir werden noch einige Balken im Weg haben, wahrscheinlich. Ich muss ja eben hier an meinem Adamant kauen, sonst kriege ich Hunger. Ja. So ein Adamant-Knack. Oh, so lecker. Der gute Adamant-Lachs. Jetzt mit Fisch. Mit Räucherlachs. Schwarzer Rauchlachs. Wir von Adamant versuchen auch gerne mal Neues. Jetzt mit schwarzem Räucherlachs. Jetzt mit schwarzem Rauchlachs. Mit extra viel Omega-3-Fettsäuren. Mann, da haben wir aber ordentlich Omega-3 reingespritzt. Ja, und jetzt müssen wir hier die kleinen Wände machen. Die Halbwand. Hier so. Die Tunnel. Na. Immer dieses doof, Rumgedrehe. Ja, ist doof, dass sich das irgendwie mal dreht dann, ne? So, und jetzt muss die hier weg und dann willkommen in der Grill-and-Chill-Ecke der reichen Männer. Ich habe gestern gesehen, bei diesen Bootsrundfahrten auf dem See bieten sie auch Grill-and-Chill an, Alter. Das haben sie aber von uns. Ja, nee, ich glaube, das war schon vorher da. Ja, natürlich. Guck mal, er hat hier noch alten Haifisch liegen, ey. Der gar nicht, der ist noch gut. Damit verschrecke ich nämlich die Möwen. Gammelhai. Weißt du, kriegen da Panik. Gammelhai. Alten Gammelhai-Möwen. Hier kommt eine Insel und du musst jetzt hier sowas wie ein Dach bauen. Sowas wie ein Dach bauen wir jetzt hier direkt hier so ein schräges Dach. Das ist so, ja, dass es so richtig so nach Hütte aussieht. So ganz spitz. Also wir fangen außen schon an mit der Dachschräge sozusagen. Ja, wir machen so ein richtiges. Oder Dach. Soll ich jetzt hier direkt. Ich würde richtig direkt loslegen mit Dachschräge. Richtiges Adamant-Dach. Adamant ist einfach so ein tolles Wort. Ich weiß auch nicht. Die Verbindung, ich höre dich aber noch. Die Möwen bewegt sich nicht mehr. Adamant! Hörst du mich wieder? Bist du zurück? Ja. Adamant ist ein tolles Wort, oder? Die haben sich nicht mehr bewegt. Kann ich mehr bauen hier aber an der Ecke. Wollen wir nicht ein Ding machen? Wollen wir nicht so ein Blätterdach? Beißt der Hai irgendwo rein? Was? Der Hai beißt! Hä, der beißt aber in Metall? Haben die ihn geupgradet? Hast du gerade gesehen? Ja.
Der hat in eine Stahlvagina gebissen. Ja, mein Spiel muss erstmal wieder nachziehen hier. So, direkt repariert. Was ist denn jetzt mit der Insel? Hier war doch irgendwo... Hä? Ah, hier drüben. Ja, die ist schon wieder weg. Seit wann kann der Hai denn wieder angreifen? Die haben den noch geupgradet. Das ist Impossible Shark oder so. Ist das eine neue Mod? Die Impossible Shark Mod? So, erstmal hier ein bisschen rein sprenkeln. Sprenkelmeier. Alter, was so ein Dach an Materialien kostet. Ja klar, das ist alles super teuer. Das ist alles mittlerweile wirklich abartig. Was geht? Hier die Musik ist ganz anders. Ram with my body, oh yeah, with was? My body. Ram with my body? Ja, singt hier drüben. Ram with my body, oh yeah, with my body. Ich glaube, Wham ist doch, wenn du eine Frau von hinten anstößt und sagst, oh, Entschuldigung, Whammy. Oder das ist Whammy. Ist das nicht Whammy? Whammy? Whammen? Mein Onkel Bart hat mich mal so gewhammt. Mein Onkel Bart hat früher auch immer gewhammt. Mein Onkel Bart hat mich früher mal so gewhammt. Wir haben eine Hütte. Eine richtige Männerhütte. Kannst du hier nicht zumachen? Nee, leider nicht. Irgendwie versuche ich es gerade, aber es geht irgendwie nicht. Was kann man denn da machen? Türen rein. Müssen Könnte man eine Tür reinmachen? Türen reinmachen. Whammy. Hä? Jetzt. Eine Tür, ist sie richtig? Nein, die ist falsch. Oh, die Türen sieht man auch immer so schlecht. Warte, Moment. Tür. Ja, jetzt stimmt sie. Bumm. Und gut, dann bam. Ich bräuchte hier mal so einen ordentlich knackigen jetzt, was? Ja, jetzt müssen wir hier Hunger. Balken machen. Ich krieg immer Hunger, wenn wir Raft spielen. Echt jetzt? Den Hunger nach mehr Raft. Raftlust. Ja, weil wir die ganze Zeit über so Würstchen reden und so. Jetzt, du hast aber gerne so ein paar dicke Würstchen im Mund, oder? Naja, ja, neulich haben wir gegrillt. Da habe ich bestimmt 4 dicke Würstchen gegessen. Einige waren mal richtig mit Speck. Die habe ich kaum ungekaut in meinen Mund gekriegt. Da musste ja ganz schön kräftig lutschen. Ja, die guten Adamanns, ne? Das ist eine kräftige Wurst. Adamann, nur echt in der kräftigen Pelle. Nur mit der Knackpelle des Südens. Adamanns, eine Wurst wie Stricher beim Morgentau zu beobachten. Weißt, kennst du es von diesem Tweet-Café? Tweet-Café, ja. Wie ein alter, kratziger Pullover. Ist ja nochmal Adamanns. Eine Wurst wie Striche am Bahnhof beim Morgen auf beim ersten Sonnenlicht Striche am Bahnhof beobachten. Adamann. Nicht nur einfach eine Wurst, sondern eine Lebenseinstellung. Ich beginne meinen Tag, indem ich einen kräftigen Adamann aus seiner so einen weichen, es gibt so die Adamann-Brei. Weißt du, für die alten Leute, die sticht man an der Spitze an. Senior Edition. Die Seniors, Adamann Senior. Ohne Zähne essbar, kein Problem. Wir von Adamann wollen haben, dass alle unsere Kunden in das Lutschvergnügen einer guten Wurst kommen. Jetzt neu Adamann Senior. Einfach aus der Pelle saugen. Jetzt ist die Frage, warte mal, kann ich, wenn ich jetzt das so mache und das so... Kann ich das dann mit dreieckigen Wänden stopfen? Wir haben ein Super Raft. Ein mega geiles Insel-Super Raft. Frauen halten an und schreien, wow, die beiden Typen haben echt ein dickes Raft. Frauen auf kleinen Rafts. Mehr Jungfrauen kamen neulich hoch und haben gesagt, wir sind auf der Suche nach ein paar knackigen Adermann-Boys. Ich mag Männer, bei denen man die Ader direkt auf den ersten Blick sieht. Adermann-Boys. Da sieht man die Ader auch durch die Hose. Sie denken, wir von Adermann haben keine Ideen mehr. Falsch gedacht. Jetzt neu. Ich würde gerne... Wie ist das hier designtechnisch? Ich würde gerne so eine Spitze hier bauen. Aber ich will es auch nicht. Ich weiß nicht. Warte mal. Kann ich das mit Halbwänden? Würde auch gehen.
Muss mal ein paar Sachen loswerden. Die guten Adamants. Ich kann nicht aufhören, jetzt wird der Adamant. Geht nicht mehr. So, weg, 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 weg. Hauen wir das alles mal ganz kurz hier rein. Ich höre in der Ferne nur... Es müsste eine Mod geben, wo die MK machen. Okay. Okay, Alter, jetzt hab ich... Ich hab das Dach jetzt so gut es geht... spitz gemacht. Ach, guck mal, ja, aber es ist schon... Es sieht schon aus wie... als das wäre der große wohnen. Palast. Ja. Dafür, dass es nur das Dach überm Lager ist jetzt. Ist das hier, die Adamant-Fabrik? Ja, die Adamant-Gruft. Adamants werden nur in der Dunkelheit produziert. Adamants werden von lüsternen alten Männern in der Dunkelheit produziert. Alter, ist ja wirklich richtig adamannig. Ding Adamant. Ah, jetzt muss ich mir was zu trinken holen. Wir haben überlegen, was für eine Farbe sollen das Dach haben? Wollen wir es weiß machen oder zartes Blau? Ich weiß nicht. Was redet der hier? Ui, Mobilo! Ja, sag ich ja. Weil wenn wir es weiß haben, dann ist es halt wegen der Hitze, aber weiß. Ich würde ein Blau vielleicht nehmen. Die Fiesta del Adamant. Fiesta del Adamant. Ja, 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 hey, kommen Sie. Ay, 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 ay. Fiesta del Adamant. Schieb das Würstchen in deinen Mund. Dann musst du lecker kauen. Aber lutschen ist auch gesund. Fiesta del Adamant. Wir machen 24/7 Fiesta. Fiesta del Adamant. So würde... Ich mach's einfach mal. Kannst ja auch wieder wegmachen. Ich mach's mal, das ist so ein zartes Blau. Die Fiesta del Adamant. Boah, reicht mir die Farbe, ja. Also das war jetzt so die einzige Möglichkeit, ohne große Balken unten drunter zu bauen, naja. Weißt du? Aber es sieht ja gar nicht so schlecht aus. Sieht ja schon echt aus wie so eine Strandbar, wenn du jetzt irgendwo, du kommst so an und denkst dir, ach, guck mal da. Es sieht eigentlich aus schon wie so ein richtiges Hotel eigentlich eher. Ja, ja, ja. Wir stellen oben noch 10 Betten rein, Nachttisch nebendran und vermieten. Ja, eigentlich schon. Genießen Sie die Aussicht auf den Tierverwöhnerpark. Wie hoch ist das Maximum an Spielern eigentlich auf so einer Karte? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Sonst machen wir die Fiesta del Adamant am Ende. Weil ich meine, da könnte man schon... Was könnte man denn da oben hinhängen? Vielleicht auch noch irgendwas, damit es so cool aussieht. Ich habe überlegt, vielleicht Haiköpfe, Tierköpfe? Ja, vielleicht könnte man da Tierköpfe aufhängen. Das ist auch das Einzige, was wir aufhängen können. Man könnte rein theoretisch auch Palmen hier oben drauf klatschen. Oh ja, das ging oder, auch. Oder Ding, hier, aber Mangos. Ja, aber das fressen die Möwen und dann Nee, Mangos fressen die nicht. Palmen und Mangos, die großen Dinger fressen sie nicht. Ach so. Mangos ist groß, Palmen ist groß. Oder so Kokonusspalmen wären auch geil. Kokonuss. Cocknutspalmen. Adamant Cocknut. Schmecken Sie den langen Riemen der Karibik. Schmecken Sie den langen Riemen der Karibik mit Adamant Cockmann. Die Adamant Kokonuss. Der lange Riemen der Karibik. Oh Mann, das Let's Play macht mich fertig. Schmecken Sie den strammen Schwengel des Schwarzwalds. Traditionell. Urig deutsch. Ein richtig uriges Würstchen. Ja, schon Großmutter aß sie. Der kleine Felix in die Metzgerei ging und sagte, ein Adamant. Wisst ihr noch damals, als die Welt noch ruhiger und leichter war? Bekam er immer einen kleinen Adamant-Knack für Kids umsonst dazu. Bei Metzger Müller bekomme ich immer die dicksten Adamants. Metzger Müller hat mir wieder einen reingedrückt. Ich bin 9 und Metzger Müller hat mir wieder voll einen reingedrückt. Augen zu und ab in den Mund. Das ist gesund. Wir wollen Fische. Dann. Ich brauche was zu essen. Wo ist Essen, Alter? Hier in der Grill and Chill Kitchen Area. Ach, da oben. Ach, oh, kacke, ey. Ja, und hier in den Kisten ist Futo drin. Nee, Futo-Bunch. Ich brauche Futo-Bunch. Ich mache hier Dickfisch hin. Wir müssen auch bald mal echt neuen Fisch grillen oder so, ne? So langsam. Ja, wir müssen mal die Öfen anwerfen.
große Adamant-Kognus-Fabrik. Hä, so. Ich kann doch hier so einen Fisch ranmachen. Ah, ne, Text ändern will ich nicht. Ich will einen Fisch ranklatschen. Aber war hier noch eine Etage drauf, die du abgerissen hast? Auf dem... Sieht so anders aus. Wo meinst du? Auf dem Boot-Ding, dieser... Ja. Ja, das habe ich weggemacht. Das muss ja auch erhöht werden. Ich wollte eigentlich jetzt hier diese größeren Fische ranklatschen, aber es geht nicht. Ach, das kommt ans mittlere. Ah, die hier. Ach so. Aber ich habe jetzt große gebaut. Ja, für die große brauchst du halt Haiköpfe oder Schweinsköpfe. Ja, aber ich wollte die Easy-Fische, weil die Haiköpfe stehen so ab und die stehen halt nicht so ab. Okay, sie kommen weg. Mr. Adaman! Mr. Adaman, ich mache einen Spritzer weg von dem Boden. Nein, das können wir noch verwenden. Achso, ich sehe so deine Füße auf dem Dach und höre auf einmal so ein Krachgeräusch. Ich krach durch. Er stürzt durchs Dach. Okay, ich mache ein paar Schnärre und dann kann ich da was hin pflanzizieren. Hinflanen. Jetzt neu. Der Adaman Wurstflan. Sie denken, ein wurstiger Flan wäre nicht möglich. Wir von Adaman beweisen Ihnen das Gegenteil. Ah, die Firma Adaman, ich sag's dir. Wahrscheinlich kommt irgendwann jemand, der schreibt, ich bin der Rechtsanwalt der Firma Adaman. Wenn sie auch so viel mehr ins Lächerliche zu ziehen. Wir stellen nämlich qualitativ hochwertige Bremsteile oder sowas hier. Irgendwas total seriös Langweiliges. Ja, eigentlich müssten wir vor unseren Videos immer so eine, ne, dieses... So ein South Park Disclaimer oder was? Jeglicher Bezug zu realen Personen ist rein zufällig. Was ist... Ich hätte gerne, weißt du, was ich gerne hätte? So ein richtiges, wenn wir hier rüber gehen, hätte ich gerne so ein richtiges Boot. Weißt du, so mit einer Spitze wäre geil, oder? Mit so einer Bootsspitze, habe ich mir überlegt. Dass wir das jetzt irgendwie noch eins höher machen und dann irgendwie so eine Bootsspitze da reinkloppen. Ja, wie eine Bootsspitze. Die müssen wir ja dann am Boden machen. Genau, oder genau. Dass wir die wirklich am Boden machen. Also, dass wir jetzt hier höher. Dass wir jetzt hier vorne weiterbauen, sozusagen. Oder dass wir das hier so wie draufstecken machen. Dass wir hier vorne auf. Also, ich mache das jetzt noch eins höher. Dass wir dann irgendwie da so ein, vorne so einen spitz laufenden Charakter machen. Aus Foundations. Damit man sich da schön vorne draufstellen kann, dass es das so ein bisschen Segelboot-Charakter hat. Achso, dass die. Nur die Kabine. Genau, die Kabine soll ein bisschen aussehen wie ein Boot. Ja, okay. Ich dachte jetzt, das ganze Raft wäre nämlich echt teuer geworden. Da hätten wir noch ein paar Stunden segeln müssen hier. Aber mit einem großen Paket Adaman Seemannswurst wird das schon. Adaman Seemannswurst. Ah, Regen. Regen ist geil für die Tiere. Wie geht's eigentlich Didi dem Dodo in meinem Schloss-Apartment oben? Der ist tot. Nee, oder? Ich wette, der ist tot. Ich komm mit und guck mir das an, das Elend. Didi, der Dodo, Alter, der hat's drauf. Ja, aber der frisst ja alles weg. Und wenn du nicht bewässerst, dann eher sterben. Dann Dodo tot. Didi geht's gut, Alter. Das will ich sehen. Moment, das muss ich kontrollieren. Didi geht's hervorragend. Das muss ich kontrollieren. Ich muss erstmal meinen Daumen in seinen After stecken. Ja, der hat hier schon ein Ei gelegt. Ein After-Ei? Ein richtiges After-Ei. Sag mal her, Didi Dodo. Hey, mach zu, sonst haut er ab. Didi, geht's dir gut? Moment. Ich werde jetzt erstmal meinen Daumen befeuchten. Warte. Man hat's auch so gesehen, aber... Ja, er ist ein bisschen Kaliummangel, Leichenspürchen in seinem Afterloch. Hey, leichter Kalium. Nee, der hat einen leichten Mangel. Hervorragend. Was ist das Natur hier? Was ist das hier? Was denn? Das Brett hier. Ach so, das war nur, um das Dach zu bauen, quasi, damit ich da eine Leiter dran machen kann. Kann man das wegmachen? Ja. Wow! Didi, der Dodo. Super kreative Namen. Ja, voll gut, Didi, der Dodo. Der nächste wird Dada heißen. Dada, der Dodo. Der nächste Dada, der gehijackte Dodo wird Dada heißen, ja. Ach, gehijackt, der ist mir zugelaufen. Nee, er hat zugelaufen unten im Vergnügungspark. Der hatte nicht mal einen Namen. Er hatte einen Namen. Ey,
Land right away. Aber seitdem wir das Radio anhaben, kommt gar keine Musik mehr, ne? Nee, weil das Radio läuft. I drive the way. So hört sich das an, ey. Ja, vorhin sagt er, where my body, where my body. Where's my body? Ja, wo ihn gewhammt kriegen, sein Body. Where my body. Wham with my body, oder sowas hat er gesagt. Wham with my body. Mein Onkel Bud hat mich mal gewhammt. In welche Richtung soll das denn dann spitz zulaufen? Vorne raus. Richtung Wasser natürlich. Ja, weil hier ja so Netze sind und so. Ja, das, da kommen wir ja noch dran. Wir sind ja über den Netzen. Ich mache jetzt eine Etage und dann haben wir so ein hochliegendes Boot. Da haben wir gar kein Netzproblem. Ach das Boot, das nur die obere Etage genau, jetzt quasi... Genau, das gibt ja so einen Bootscharakter. Okay. Ja, da hätte ich doch aber... Ein Adamant Classic verwendet. Ein Adamant Classic, ja. Da muss ja dann Boden hin. Oder Säulen. Ja, hier oben kommt jetzt dann der Boden hin. Wir lassen die Mitte hier so offen, dass es so ein bisschen Biggie ist. Und ja, dann kommt weil oben eine Bodenschicht. Ja, ja, du baust den Boden, um die Schräge zu bauen. So, hier kann man dann hoch und hier kommen jetzt Ding. Das da. Und dann müssen wir vorne spitz halt zulaufend machen. Ja, aber hier steht vorne ja dann auch, die, dann auch noch. Ja, aber hier steht ja dann, entsteht ja auch dann die Verbindung des Tunnels und hinten raus geht's ja dann rüber zum Möwenschreck. Villa Möwenschleck. Villa Möwenschleck. Das klingt voll seriös. Ich gönn mir heute mal wieder ein kleines Möwenfick-Eis. Richtiges schönes Möwendick. Kennen Sie das? Sie hätten gerne den Riemen einer Möwe im Mund. Aber er ist nicht in der Nähe. Nee, das geht jetzt auch nicht. Dann müssen wir hier Stäbchen bauen, ne? Wo Stäbchen bauen? Unten oder was? Ja, ja. Ja, wir müssen Stäbchen unten bauen, leider. Anders ist, außer es gibt irgendwann eine Mod. Die Anti-Stäbchen-Mod. Auch Nägel brauche ich noch. Aber ich hatte bei mir diese noch... Oh, die Folge ist auch vorbei. Wie, was? Ja, ja, man baut sie so ein bisschen vor sich hin und auf einmal macht's bumm. Tululü. Sie haben die Folge beendet. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Gönnt euch einen Adamann. Lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Sieht das Haus nicht wunderschön aus? Ich finde ja. Es wird immer krasser. Also das ist wirklich das Raft. Andere haben Rafts, aber wir haben das Raft. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Schniedel.